So, ich bin mal gespannt, wie gut es klappt, weil eigentlich wollte mein Vater noch vorbeikommen, da der bis 10 nicht da war. Kann ich da auch nicht viel machen. Also wir hatten keinen festen Zeitpunkt verabredet, aber der hat das Talent, immer dann zu kommen, wenn ich eine Aufnahme gestartet habe. Das ist sein Talent. Tja. Ich will nur die wichtigsten schon mal so ein bisschen fresh machen. Zumal ich noch gar nicht so richtig oder ich lege das lieber da drüben hin. Ach, warte mal, ich glaube, wir machen das lieber so. Dann habe ich es bequemer. Und die Gefahr, dass der Pulli drüber rutscht, ist kleiner. So, habe ich das letzte Mal gesagt, was ich da drauf malen will? Also ja, noch ein paar Wolken, okay. Ich weiß, ich habe letztens irgendwas angefangen. Ah, eine Lampe als Pilz, das wollte ich. Muss man da mal gucken, wo man die hinstellt. Ich glaube, die platzieren wir hier ungefähr. Ah, jemand hat sich mein Messer genommen. Das ist immer gut. Das ist immer gut. So. Ich habe gestern ein neues Tattoo bekommen. Die Lampe machen wir dann auch rot und diese Nupsis weiß, damit es auch eindeutig ist. So, du kommst dahin. Auf das Schwein kommt nichts. Hier machen wir so ein paar Wäscheklammern einfach dran. So. So. Ach Gott. Ich bin doch nicht so. Ich weiß noch nicht, was wir da hinmachen wollen. Unterhöschen vielleicht. Das sehe ich so ein bisschen. Eine Wolke. Warte, da müssen wir das hier aber ein bisschen länger machen. So. Eine Wolke kann da hängen. Ein Söckchen. Zack, zack. Nee, es gefällt mir nicht, wie es da sitzt, aber ich möchte, dass da ein Männchen drin sitzt. So. Ah, leider war auch gar nichts so Spannendes. Wir machen jetzt erstmal hier die Lampe. Es passiert ja aber nie was. Ich gehe heute zum Friseur, weil ich mit einem meiner Kinder verabredet habe, dass wir das zusammen machen.
Also einfach so, ja, weiß ich nicht, was man halt so macht, so Mutter-Kind-mäßig mal zum Friseur gechillt, dann was Kleines einkaufen und so, so ein bisschen wohlfühlmäßig, wobei ich dazu sagen muss, meine Kinder gehen gerne zum Friseur. Gibt ja auch Kinder, die hassen das wie die Pest. Die finden das richtig kacke. Meine nicht. So. Gestern wurde ich tätowiert von der Carla und ich bin ja eigentlich nicht so zimperlich, aber das hat so scheiße wehgetan. Also 3 Stunden hat die mich gestochen. Also am Anfang war das überhaupt gar kein Problem, war kein Thema, das ging easy. Ich dachte noch so, ach komm, ist ja eine geile Stelle, da lässt du dich jetzt immer tätowieren, einfach immer wieder über die gleiche Stelle. Und dann kam die, also es war ein Cover-up, und dann kam die an den Punkt, an dem sie über das alte Tattoo drüber gestochen hat. Und dann habe ich angefangen zu leiden. Dann wurde es wild. So. Kann hier ruhig ein bisschen, möchte, dass der Hintergrund ein bisschen mehr von der Struktur annimmt. So. Bei der Wäscheklammer, da muss ich auch mal gucken. Ich glaube, hier draus machen wir auch so eine pilzige Lampe. Zack, 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 zack. So. Ich muss sagen, heute, also ich habe Einkäufe beim Rewe bestellt, ne? In der nächstgrößeren Stadt. Ist jetzt nicht so, dass das besonders weit weg wäre. Aber heute würde ich enorm viel Geld dafür bezahlen, dass ich das nicht abholen muss. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber es gibt so Tage, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und würde mir das jemand bringen, würde ich. Aber ich glaube, 50 Euro wäre es mir tatsächlich wert, das nicht holen zu müssen. Und das ist in etwa der Wert vom Einkauf. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, rumzufahren. Also ich kriege meine Tage bald und dann habe ich immer Kreuzschmerzen wie die Hölle. Und da habe ich dann einfach keinen Bock, rumzufahren. Ja, jetzt habe ich es davor gemacht. Naja, egal, dann ist es jetzt davor. Auch gut. Ja, gibt der Sache auch ein bisschen mehr Tiefe. Perfekt. Perfekt. So. Da ein bisschen raus, hier ein bisschen raus. Da. Das soll so gakelig, drahtig aussehen. Und dann ist das immer ein bisschen gut, wenn das mal ein bisschen dicker und mal ein bisschen dünner ist. Also finde ich, kann natürlich jeder anders machen. Dass man das immer dazu sagen muss, ne?
Ich finde aber, also ich finde gut, dass zur Zeit oder dass wir in einer Zeit leben, in der viele Kämpfe für andere geführt werden. Ich finde es aber total schade, dass jeder sich gegenseitig so bekämpft. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Also, wenn ich eine weiße Hand male, dann bin ich Rassistin, weil sie weiß ist. Wenn ich eine schwarze Hand male, bin ich Rassistin, weil ich eine schwarze Hand male. Weiß man, wie ich das meine? Kannst nichts richtig machen. Also, was heißt, kannst nichts richtig machen? Kannst natürlich schon Sachen richtig machen. Muss ja für dich moralisch zu vertreten sein und demnach ist es dann für dich ja richtig. Aber du, dieser sehr oft fehlgeleitete Gegenwind bei manchen Sachen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mir bei den schwarzen Händen, die ich male, ungefragt Fotos aus dem Netz genommen hätte von schwarzen Personen oder so, sondern es sind Menschen, die ich kenne. Die habe ich gefragt, wollt ihr? Und der eine, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video schon erzählt habe, der hat legit keinen Bock mehr mitzumachen, weil denen das so traurig gemacht hat, wie man mit mir danach umgegangen ist. Da hat er gesagt, nee, macht er nicht mehr. Das will er nicht verantworten müssen, dass Leute da so sind wegen seiner Hautfarbe. Also da wird er ausgegrenzt, weil er dann ganz viele Allies hat, quasi. Oder er muss sich dann selber ausgrenzen. Oder er fühlt, dass er sich selber ausgrenzen muss, damit ich nicht unter Beschuss stehe. Das war der Dano von dem Bild mit dem Tampon in der Hand. Der hat es eigentlich echt gern gemacht und dann hat er aber mitgekriegt, wie manche Leute da drauf angesprungen sind, dass ich mir da die, ach, keine Ahnung, wird es nur machen, weil er schwarz ist und für die Klicks. Dabei hatte der einfach Bock. Der hatte halt Bock, gefragt, ob er mal mitmachen kann und ich fand's geil. Nehme ja sonst meistens meine Hände einfach. Und dann hat er auch noch bei ein paar anderen Motiven mitgemacht. Also die Fotos haben wir ziemlich zeitgleich geschossen. Ja, und dann ging das los. Bist du dumm bei? Na, und da hat er gesagt, er hat keine Lust mehr. Die Leute sind so negativ. Er fand es einfach nur cool, da auf dem Bild zu sein. Schön wäre ja, wenn mehr ein Miteinander einfach wäre. Also gibt natürlich Sachen, für die man kämpfen muss, ne? Verstehe mich da nicht falsch. Ganz viele sogar. Es gibt ganz viele Ungerechtigkeiten auf der Welt, aber die Leute, die hinterfragen auch gar nichts mehr. Für die bist du dann der Rassist, weil du eine schwarze Hand gemalt hast. Dass aber die schwarze Hand gemalt werden wollte von mir, ist dann gar keine Option. Da fragen die dann so kämpfen, gar nicht. Also in dem Moment. Und das ist das Schade. Das ist das, was schade ist. Ich habe das früher geliebt. Meine Eltern, die hatten eine, also ich liebe ja so, ich mag das voll, wenn ganz viele Kulturen und Leute so aufeinandertreffen und sowas. Das ist, oh, ich liebe das. Meine Eltern, die hatten eine Baufirma, als ich klein war. Und da waren immer Bauarbeiter aus allen Herren Ländern. Überall her kamen die. Also wirklich, das von Polen bis Afrika war da alles irgendwie vertreten, weil halt immer irgendwelche Subunternehmer irgendwelche Mitarbeiter hatten. Und jetzt rede ich gar nicht von irgendwelchen desolaten Arbeitszuständen, die konnte ich als Kind ja natürlich nicht überblicken. Und soweit mir das bekannt ist, waren meine Eltern auch immer sehr fair zu ihren Mitarbeitern. Aber ich habe das immer geliebt auf den Baustellen, die vielen Sprachen, die vielen verschiedenen Sachen, die Leute so zu essen dabei hatten und sowas. Und ey, das war so cool. Ich mochte das. Das hat mir immer voll viel Spaß gemacht.
Ja. Naja, ich erzähle auch nur, weil ich was erzählen soll halt. Da kommt halt auch mal sowas bei rum. Entschuldigung. Entschuldigung. Also als Baustellenkind war das eh immer geil. Wir hatten, also ich weiß nicht, ob das nur bei uns damals so war, aber dieses, also wenn meine Eltern gesagt haben, jo, ihr könnt jetzt halt am Freitag nicht in die Schule gehen, weil wir da eine Baubegehung haben in, keine Ahnung, wir haben in Leipzig total viel gebaut und sowas. Und dann war das halt auch mal so, dass wir freitags dann einfach von der Schule befreit waren, weil meine Eltern uns mitnehmen mussten. Gab halt auch dann manchmal keinen, der aufpassen konnte oder sowas. Wenn meine Oma zum Beispiel nicht da war oder so, dann mussten wir halt mitgeschleppt werden. Und ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Also da war ich halt ganz viel auf Baustellen, gerade auch so als Kindergartenkind und sowas. Da, ich mochte das. Das war immer so cool. Mein Name steht in ganz vielen Balkonen in, also wenn es die Häuser überhaupt noch gibt, ne, weiß man ja auch nicht, in Leipzig und Dresden, da habe ich meinen Namen ganz viel, ganz oft auf Balkone geschrieben, so in den Beton und sowas. Ja, naja, und dann gab es einen Punkt, da haben dann unsere Eltern uns einfach nicht mehr mitgenommen, beziehungsweise meine kleine Schwester ist ganz oft noch mitgefahren und ich bin dann eigentlich immer bei meiner Oma geblieben. Aber das war auch okay. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir schneiden soll. Eigentlich wollte ich ja die Haare so strack runterwachsen lassen. Deswegen hatte mir die Kitty, meine Freundin, ja extra so einen kleinen Bob geschnitten. Also nicht Bob, aber halt gerade gemacht, ne, die Haare. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich da machen werde. Vielleicht auch wieder so ein bisschen stufig. Aber nur ein bisschen. Das letzte Mal, Alter, ich hatte ja 2 Sidecuts. Ich hatte stufige Haare und dadurch halt nur noch so Federchen auf dem Kopf. Also ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Und dann meinte eine Friseurin zu mir, ich hätte von Natur aus so dünne Haare. Das habe ich halt gar nicht. Da habe ich mich so offended gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wächst alles einfach raus. Jetzt lassen wir alles einfach rauswachsen. Auf Wiedersehen, ciao. Möchte ich so nicht. Da war ich dann zickig. So eine schweinchenrosa Socke. Und dann müssen wir mal gucken. So ein paar Bienchen. Hier sind ja die ganzen Fliegen. Ach, da wollten wir ein Männchen reinmalen, ne? Na, zu spät. Jetzt kann ich ja einfach ein Männchen hier draufsetzen. So. So. Ich muss bald zur Inspektion beim Autohaus und da hatte der Luis dann einen Termin gemacht. Und so, alles okay, so bla bla bla, Inspektion halt, und dann riefen die gestern an und haben gefragt, ob die auch Reifen wechseln sollen. Dann haben wir gesagt, nee, danke, passt. Und statt irgendwas anderes zu sagen, haben die einfach aufgelegt.
Einfach tschüss. Also einfach tut, 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 tut. Kein Wort, kein Nix, kein gar nichts. Einfach aufgelegt. Hat denen wohl nicht zugefallen. Tups, tups. Ach ja. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Geweih machen, ne? Bisschen gröbere Ausmal arbeiten. Da werden wir den brauchen. Und viel von dem Weiß und so ein bisschen helles Braun. So, du auch. Wenn auch nur ein bisschen. Manchmal wäre es echt praktisch, wenn die Kamera auch einen Chat hätte, damit dann jemand, sobald der Yoshi reinkommt, dem sagen kann, Wärmflasche für die Maries, bitte. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Oh, vielleicht frage ich meine Schwester, ob die mir das heute Mittag holt. Guck dir die Videos hier, dann weiß sie, dass ich nur keinen Bock hatte. Vielleicht macht es ja. Ach nee, ist auch so schäbig, da zu fragen. Die hat ja auch selber was zu tun. Aber ich habe keine Lust. Ich hasse das. Wenn ich jetzt nicht hier so mit euch reden müsste, obwohl ich ja gerade nicht viel rede, dann würde ich ein Hörbuch hören. Dann würde ich jetzt Walter Mörs hören. Ich bin so müde, mein Sohn war krank. Der hat mich die letzten Nächte so ein bisschen Schlaf gekostet und dann hat meine Tochter bei mir im Bett geschlafen. Das hat mich auch Schlaf gekostet. Also weil die darf normal natürlich nicht, was heißt natürlich, warum sollte das natürlich sein? Also die, was heißt sie darf, natürlich darf die in meinem Bett schlafen, wenn was ist. Aber in der Regel schläft jeder in seinem eigenen Bett. Das finde ich ganz cool, weil ich halt auch mal mein Bett für mich halt haben möchte und sowas, ne? Und und dann hat sie aber einfach gefragt und ich habe gesagt, ja, kannst du bei mir schlafen, kein Thema und so. Und heute Nacht wachte sie dann auf und meinte, danke, das war so nett, das war so nett. Aber hat mich halt so richtig aktiv dafür geweckt, also so an mir gewackelt und so.
Und da dachte ich noch, sie hat irgendwas. Hatte sie aber nicht. Sie hatte nur das innere Bedürfnis zu sagen, das war sehr nett. Das war wirklich sehr nett. Als ob sie es sonst nicht dürfte. Also, wenn was ist, die traurig sind oder sich Sorgen machen oder sich alleine fühlen oder so, dürfen die immer bei mir pennen. Aber ist ja wie ein Blumenkohl da unten. Ist ja ätzend. Ätzend. Was ist der? Okay. Okay. Gehen wir dann überall noch mit einem Weiß und dem Beige rein. Da geht es jetzt nur erstmal so ein bisschen um die Form. Ach Gott. Ja, müssten wir heute halt beim Gehen zugucken. Ne? Das Leben ist kein Ponyhof. Er hat echt den dummen Spruch erfunden, Alter. Warum soll das Leben denn ein Ponyhof sein? Und wer würde denn auf einem Ponyhof leben wollen? Es wäre eine Horrorvorstellung für mich. Auf einem Ponyhof. So viel Arbeit. Tag aus, Tag ein. Boah. Das war er. Mal guck mal, wie nah der aber an dem anderen auch ist. Crazy. Wieder ein Taschentuch, ne? Da frage ich mich immer, wenn Leute so dann im Büro arbeiten und so, die haben ja dann auch mal durchaus Nächte, in denen die nicht gut geschlafen haben. Und dann kannst du ja auch die ganze Zeit gähnend bei deinen Kollegen sitzen. Oder haben die dafür dann Verständnis? Also ich weiß noch, da in der Schule, in der ich mal gearbeitet habe, boah, wenn du da dann mal schlecht gepennt hast und ein bisschen gegähnt hast. Ja, also das nächste Mal dann einfach früher ins Bett. Ne? 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 Als ob du noch so eine Mutti bräuchtest, die dir erzählt, wenn du ins Bett gehen sollst.
Ich hole mir kurz ein Taschentuch. Nee, 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 hier ist mal wieder keins. Nee, toll. Ah. Oh, es ist so kalt, ey. 10.45 Uhr, halbe Stunde waren wir jetzt schon. Ich habe immer noch nichts Spannendes erzählt. Naja. Dann wird das mit der Spannung heute wohl auch nichts mehr. Mir ist was aufgefallen, was total bescheuert klingt. Beziehungsweise, was heißt mir, ist es aufgefallen? Es wiederholt sich etwas, wovon ich nicht gedacht hätte, dass ich es wiederholen würde. Und zwar hatte ich vor 2 Jahren eine nette Bekanntschaft mit einer Frau. Und die hat dann angefangen, GTA zu spielen. Und danach habe ich die einfach nicht mehr. Die war einfach weg. Die war vom Erdboden verschwunden, die Frau. Und jetzt habe ich vor einem ja, ungefähr. Angefangen mit einem Mädchen zu schreiben. Die ist zauberhaft lieb und so. Und die hat jetzt GTA angefangen. Seitdem höre ich fast nichts mehr von ihr. Jetzt weiß ich nicht, ob GTA für die so eine Art, also nicht nur für sie, sondern allgemein so ein einnehmendes Ding ist, dass man dann halt so ja, halt so busy ist, ne? So busy, busy, busy. Oder ob ich vielleicht einfach ab einem gewissen Grad nervig bin und dann fangen alle an, GTA zu spielen. Das ist die große GTA-Vereinigung einfach. Nee, das natürlich nicht, aber es ist ein lustiger Zufall, dass seitdem die das Spiel spielt, genauso wenig wie die andere sich meldet. Ich glaube, ich habe bald ein GTA-Trauma. Frag dann, bevor ich Freundschaften entwickle, also, planst du GTA zu spielen? Wird da was kommen? Ich muss ja gestehen, ich hatte das Spiel, also ich habe da nicht so den Fail für. Ich liebe Computerspiele, sehr sogar. Am liebsten habe ich früher Diablo und sowas gespielt. Es war voll meine Welt einfach. Oder Guild Wars. Guild Wars 2 habe ich auch so viel gezockt. Naja, aber so mittlerweile so wenig. Das neue Diablo wollte ich spielen, aber ich war einfach zu geizig dafür. Keine Ahnung, dafür, dass ich das dann alleine anspiele und dann eh nicht weiterspiele, weil ich gar nicht mehr so die Gruppe Leute um mich rum habe, die es mit mir spielen. Lohnt sich ja gar nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. Ich weiß, der ist ein bisschen gelber, aber ich möchte, dass der gut zu dem Schwein passt. Der Geweih. Der Rehkopf. Deswegen gleichen wir den farblich etwas an. Soll sich ja wiederholen, quasi das Farbspektrum. Oh, es ist schwer.
Hier knackst's dauernd an der Tür. Das klingt doch hervorragend. So, jetzt glaube ich dir, du kannst gar nicht dein Handy. Ja, jetzt musst du es nur entsperren. Das macht gar nichts. Ah, Face ID funktioniert nicht. Oh. Nee, 2402. Na, ist ja kein Problem, so wenig Leute werden jetzt mein Handy kriegen. Die Stimme ist ja, dass ich mittlerweile meins schon immer kurz vor gesperrt habe, weil ich aus Versehen mal deine Pins eingebe. Ja, und die habe ich ja jetzt erst alle gewechselt. Wir machen hier einen richtig geilen Apfelschnitten-Schnitt. Gehen wir mal so rum. Das ist immer, das mit der Softbox muss halt ausschneiden, ne? Softbox ist da. Jetzt habe ich quasi einmal alles gezeigt, außer dich. Das ist okay. Sieht man eh sehr häufig. Ja, ist. Ich predige dir ja schon länger. Du musst das Angebot Nachfrage ein bisschen im Auge behalten. Weniger Gesicht zeigen einfach. Weniger Volane allgemein. Weißt du, wie gut es bei mir funktioniert? Es gibt sehr wenig von mir. Deswegen freuen sich die Leute immer, wenn sie mich sehen. Oha. Richtiger Nackenaufnahme. Ja, ich habe sonst nichts zu zeigen. Das macht gar nichts. Video habe ich aufgenommen. Vielen Dank. Die gute Art. Danke. Da, ah, die Wärmflasche. Ich habe jetzt schon fast alles für den Antrag auf die Namensänderung. Weil ich ja heißen möchte wie meine Oma mit Mädchennamen. Aber das ist so. Also mir fehlt nur noch die. Ja, so eine. Ja, also mir fehlt nicht die Begründung, sondern die Niederschrift quasi. Eine Stellungnahme. Und da tue ich mich so schwer. Ich habe schon 800 Mal angefangen, das zu schreiben. Das. Das habe ich aber auch schon erwähnt, das weiß ich, weil das ist halt so das Thema, was mich beschäftigt im Moment. Das ist das, was mir am meisten so im Kopf rumschwirrt. Da bin ich echt, oh, ich hoffe so sehr, dass das klappt. So sehr. So, das hier können wir alles so in dem machen. Hier ist ein Haar von mir. Wir kommen aber gut weit, ne? Wie viel Uhr haben wir? 42. Also wie viel Uhr, wie lange nehmen wir schon auf? Das ist jetzt vielleicht für euch nicht so der Burner, diese Aufnahme, aber ja, muss ich ja auch keiner angucken, ne? Das muss sich ja keiner antun. Ich wollte das Buch von Sophie Passmann lesen, dieses Pick Me Girls, aber
Aber ich glaube, ich spare es mir. Dass ich habe jetzt schon so viel darüber gehört, Positives wie Negatives, dass mein Interesse, das zu lesen, total sinkt, weil es halt wie diese Serien sind, die so umstritten sind. Die willst du dann auch einfach nicht mehr gucken. Kein Bock dazu, eine Meinung haben zu müssen. Ich habe das ganz oft, dass ich dann Serien nicht mehr schauen will, weil es mir einfach zu anstrengend ist. Dann diese gut. Da war, nee, habe ich keinen Bock drauf. Lass ich lieber. So, hier ist ganz dunkel, weil der Fuchs da so ein bisschen sein Licht drauf wirft. Naja, deswegen werde ich das, glaube ich, nicht lesen. Also, ich weiß nicht. Ich habe ja aber eh so mein Thema mit der Sophie Passmann. Die erwischt immer ungünstige Momente. Also, was heißt, sie erwischt ungünstige Momente? Das ist falsch formuliert. Sie wird sehr ungünstig zitiert. Das machen so Verlage natürlich extra, bla bla bla, keine Frage. Aber ja, weiß ich nicht. Ganz oft fehlt mir dann, also wenn ich dann so ein Zitat gelesen habe, dann fehlt mir einfach die Lust, mich noch weiter damit auseinanderzusetzen. Wie das mit den Schönheitsoperationen, das fand ich war ein wilder Take. Das. Aber wahrscheinlich hat hier keiner was mit dem Thema so am Hut. Deswegen ist das wahrscheinlich uninteressant, aber es ging mir gerade durch den Kopf. Allgemein würde ich gerne mal wieder was lesen. Allerdings eher was Entspannendes. Das Jakob-Buch habe ich angefangen. Das über den Kunsttyp von Jakob Schwertfeger. Oh Gott, Jakob, hasst mich nicht. Irgendwie so. Ich dachte gerade, hier sind Spitzreste drin. Aber ich beruhige, sind keine. Es sind keine drin. So, hier machen wir mal ein bisschen Schatten drauf. Es ist bemerkenswert, wie langwierig so ein Bild ist. Während dem Malen denke ich mir, ach, das geht ja ganz fix, ne? Aber es fehlt halt auch noch immer ultra viel. Es wird wunderschön. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Wir machen mal ein bisschen grün. Ich brauche nämlich für die Hand was anderes zu tun. Und das müssen wir ja eh immer ein bisschen machen. Ein bisschen grün, ein bisschen Moos. Da hätten wir eigentlich auch hier so ein bisschen dran moosen können, ne? Da können wir dann hier da oben ein bisschen mehr machen. Ja, das finde ich eine gute Sache. Das machen wir dann da auch. Das machen wir dann da auch. Hat jemand die Heizung angemacht? Warum ploppt das ab und zu so? Warum, warum?
kann hier noch so ein paar Kleinigkeiten hinmachen. Ein Ball. Kleinen Kaktus. Teppich. Kann man da hin machen. So, und dann müssen wir mal gucken, wir brauchen auch Bäumchen 1, 2, wobei ich das mit diesen Wiesen viel schöner finde. Da machen wir hier so ein paar, den setzen wir drauf, da kommt ein Bäumchen hin. Jetzt können wir mal, so ansetzen. Dann nehmen wir dann auch das helle. So. Da kann man ja mal gucken, vielleicht machen wir dann so ein Waldmännchen. Quasi wie als Freund vom Eber. So, und den lassen wir aber auch so ein bisschen waldig hier unten auslaufen. Der kriegt nur hier einmal so das T-Shirt und sein Ärmchen. Dadurch, dass sich bei mir privat ja viel geändert hat, habe ich auch so Lust auf Veränderungen. Also so der typische girly move quasi. Ich habe so Lust, ein paar Sachen einfach anders zu haben, dass, wenn ich da so drüber nachdenke, während ich hier schweigend ins Gespräch vertieft sitze, habe ich da richtig Lust drauf. Ich will mal gucken, ob die mir entweder etwas rötlichere Haare oder einfach etwas dunklere Haare machen. Weil ich glaube, dunkler würde mir gefallen.
So. Eine Bekannte von mir, das ist auch wieder so eine random Geschichte einfach, der ist immer ultra wichtig, wie man ihren Namen ausspricht und schreibt. Ne? Also wirklich, die legt da richtig, richtig viel Wert drauf. Wenn da auch Autokorrektur ist, der einzige Mensch, bei dem ich drauf achte, dass Autokorrektur da nichts verhunzt oder so. Und wenn ich der irgendwas schreibe und sie dann meinen Namen schreiben muss, keine Ahnung, wenn sie sagen will, danke Maries oder kannst du mal das Maries oder so, Alter, die gibt da einen Fick drauf. Ich auch, ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber ich finde es interessant zu beobachten, wie jemand, dem das so wichtig ist, so einen Fick drauf gibt, ob das bei anderen funktioniert. Die schreibt in aller Regelmäßigkeit Maurice statt Maries. Es stört mich nicht, ne? Aber es ist ein, also ich würde die da auch niemals, ich würde niemals hingehen und sagen, Bekanntschaft, bitte ändere das, ja? Das beliebt mir nicht. Würde ich im Leben nicht tun. Also so sehr interessiert es mich nicht. Aber ich finde es halt interessant zu beobachten, wie das ja so oft ist, dass man von anderen Dinge erwartet, bei denen man gar nicht selbst gewillt ist, sie zu leisten. Naja, fand ich gestern ganz spannend, als ich wieder eine Nachricht von ihr bekommen habe, in der dann einfach Maurice stand, wo ich mir dachte, okay. Vielleicht sollte man das auch bei ihr einfach mal machen. So, den da vorne müssen wir ein bisschen beißen. So, wir übernehmen gar nicht jede Linie. Das soll sich nicht wie Outlines anfühlen, sondern eher wie ja, zum Farbkonzept halt dazugehörend. Ne? Diese schwarzen Striche. So. Und dann können wir das auch hier. So, gehen wir bis hier rüber für den Kontrast. Oh, ich mag das sehr. Das Männchen war eine gute Entscheidung. Das war eine sehr gute Entscheidung. Ein Waldmännchen. So, wenn wir jetzt gleich eine Stunde voll haben, dann werde ich auch hier langsam zum Ende kommen. Hier unten, das kann ruhig ein bisschen dunkler sein, es liegt ja hinter allem, ne? Da ist ja alles dahinter. Das T-Shirtchen von dem Bub. Das machen wir gräulich, weißlich, schmutzig. So fällt es raus, aber fügt sich ein. Weißt du, ich meine, wenn ich dem jetzt auch noch eine Farbe geben würde, wäre das ein Ticken zu viel. Dann kommen wir hier ein bisschen mit einem Schatten. Dann machen wir auch hier rein, damit das hier ein bisschen mehr lebt, das Bäumchen. So.
Das wird schick. Das gefällt mir jetzt schon gut. Das gefällt mir jetzt schon gut. So, ein Blumentopf. Kann da schon einen Anruf? Nee. Bisschen dunkler. Nur so ein Schimmer vom Schatten. Au! Hier ein bisschen. Da ein bisschen. Einfach nur, damit es ein bisschen mehr lebt, das Ganze. So. Ich habe aufgehört zu reden, ne? Tut mir leid. Tut mir leid. So. Warte. Ah. Sag mal, spinnen die? Die sind ja der Knaller. Da kommt die Post. So.
Da sieht man gleich wieder, dass das ein Teppich ist. Wir geben dem ein bisschen Tiefe noch. Ich weiß ja, was da dauernd knackst. Da sind Buben und Raupen vor der Tür. Rauchen ist auch so eine ekelhafte Sache. Widerlich. Zack, 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 zack. Also wir werden nicht alles so flächig ausmalen, aber gerade hier hinten in der Ecke habe ich, also da, wo der Teppich dann liegt und dann hier so in die Spitze so ein bisschen, will ich, dass das hier und da so ausläuft, sich verbindet und so. Das finde ich schön. Lucky Yoshi, 22 Sekunden. Na, gleich. Guck, da kann man dann nämlich auch so ein bisschen... Ja, das ist zu dunkel, falscher Stift. Ja, so ein bisschen... Ja, da... Quasi schlecht bewachsenes Gras. Oh. So. Boah, das geht aber auf die Arme, Alter. Ich bräuchte statt so einem Schrittezähler so eine App, die die Striche am Tag zählt. Das haben sie heute ihren Arm angetan. So, aber wir sind ja jetzt für heute erstmal durch. Den Teppich rahmen wir noch ein. So, und dann kriegt er hier schon mal Fransen. Ach, das finde ich ganz cute. Hier hinten werden wir dann aber viel weiß lassen. Also da würde sonst zu viel angenommen. Wir machen da noch einen Hintergrund drauf. Das würde die Sache sprengen. Jetzt holen wir uns den noch. Der bleibt fest da oben sitzen. Zack, 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 zack. So, aber wir haben jetzt eine Stunde und knapp 10 Minuten. Ich denke, das passt so. Noch ein kurzes Video. Das können wir ruhig noch mitmachen. Aber wir haben noch so viel zu tun, Alter. Ne? Aber so ist es. So ist es. Na gut, tschüss.